Ist das gut? Ja, ein bisschen weiter unten, bitteschön. Ja, ja. Oh, geh, sei doch nicht so grob, Fritzl. Du, die Jüte zur Verhebung, Herr Wanninger. Du bist ja ein großartiger Masseur. Schau, dass du preis bist. Ah, ah! Tut gut, wa? Tut gut, wa? Wenn ich sowas schon höre. Sensation des Abends, Paolo Paolini. Der Mann ohne Namen. Auch ein bisschen weiter unten. Der Mann, so. Ja, ah, Achtung, genau, Achtung. Das ist. Achtung. Oh. Hier spricht der Zirkus Petrini. Täglich Vorstellung um 15 und 20 Uhr. Was hat er jetzt gesagt? Vorstellung um 20 Uhr. Achtung. Ja, hat der nicht Paolo Paolini gesagt? Na klar. Ja, dann muss ich weg. Aber wisst ihr, was haben Sie denn? Fort. Das muss ich. Also diese Bayern, ich glaube, ich spinne. Der Clown, der Spaßmacher. Er und der Zirkus sind eins. Was wäre der Zirkus ohne den Clown? Was wäre das Leben ohne Humor? Humor ist der berühmte Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt, wie schon der Dichter sagt. Und nun die Attraktion des Abends. Paolo Paolini, der Mann ohne Nerven. Der Mann, der nur einmal versagte. Nicht, was Sie denken, meine Damen. Ha, 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 ha. Wer hat Nerven? Wer hat Mut? 100 Mark demjenigen, der Mut hat! Ich. Ah. Oh. Meine Damen und Herren, und nun die Weltsensation. Nur Paolo Paolini beherrscht dieses einmalige Kunststück. Er wird das letzte Messer mit verbundenen Augen werfen, wenn, ja, wenn unser Mitspieler den Mut hat, weiterzumachen. Ich schon, wenn der Herr Künstler den Mut hat. Meine Damen und Herren, wer keine Nerven hat, noch ist es Zeit, den Zirkus zu verlassen. Paolo Paolini. Mit dem letzten Messer. Na endlich. Fröschl, pass auf, du gehst jetzt sofort drauf ins Archiv und besorgst mir den Akt Paolo Paolini. Ja, der Fall ist ungefähr 10 Jahre alt. Sag aber nichts zum Steiner. Das war nämlich sein Fall. Ja, Moment.
Herbert. Red nicht so viel, Fressel, wir haben keine Zeit. Der Zirkus ist ja nur ein paar Tage hier und wenn wir jetzt nicht packen, dann kriegen wir nie. Also schick dich und bring mir den Akt mit raus. Ja. Fräulein! Fräulein! Mein Ei ist das Sofa, kann ich nur eins haben, bitte. Und bring es mir noch eine Portion Schwarzkreuz mit, ja? Aber gern. Und alles auf den Herrn Wanninger seine Rechnung, bitte. Was? Auf meine Rechnung? Ja, Herr Wanninger. Ja, spinnst du? Ist gut. Na, sag mal, wie kommst du überhaupt daher? Ich hab doch vor einer halben Stunde noch mit dir telefoniert in München. Mit mir? Ja, im Präsidium. Ja, ja, aber sonst. Bekommt Ihnen die Kur schon gut, oder? Red keinen Schmarrn. Hast du mir den Akt mitgebracht? Was für ein Akt? Ach, ist ja wurscht. Ja. Mit wem habe ich denn dann telefoniert in München? Jedenfalls mit mir nicht. Na, das haben wir jetzt festgestellt, nicht? Vielleicht haben Sie mit Kettwig telefoniert. Und der ist nicht zu Wort gekommen, so wie immer bei Ihnen. Blödsinn. Also, Herr Wanninger, wenn Sie mich fragen. Ich frag dich aber nicht. Pass auf, Frischl. Du gehst jetzt zu dem Besitzer von dem Zirkus, zu dem Franz, wie heißt der? Franz Peters. Peters, ja. Ja, hockst ihn ein bisschen aus. Na, unter irgendeinem Vorwand wirst du schon reinkommen. Ne? Du musst ihn verunsichern, verstehst du? Ja, Wanninger. Erstens einmal habe ich mir heute einen Tag Urlaub genommen, damit ich sie besuchen kann und dass wir miteinander Brotzeit machen können. Und zweitens habe ich nicht die leiseste Ahnung, von wem sie und von was sie sprechen. Ach so, du hast keine Ahnung. Nein. Ja, kannst du dich nicht an den Paolini erinnern, so vor ungefähr 10 Jahren? Darf ich weiter essen? Von mir aus. Aber gib mir eine Antwort. Na, was ist? Was wollen Sie denn mit der alten Geschichte, Herr Wanninger? Schauen Sie, es ist doch damals eindeutig festgestellt worden, dass das eine Unglücksfrau war mit seiner Frau. Ja, und wir haben ja doch nicht einmal einen Liebhaber ausmachen können. Also keinen Liebhaber haben wir gehabt, wir haben keine Eifersucht gehabt, nichts. Und jetzt kommen Sie daher, warum denn mit dem alten Chaos plötzlich? Weil er hier ist. Weil er hier auftritt. Ich hab ihn doch selber gesehen. Denk doch einmal nach. Nie ist was passiert bei dieser Messerwerferei. Und auf einmal trifft er seine eigene Frau. Tödlich. Das war doch ein eiskalter Mord. Ja, schon, Herr Wanninger. Aber wenn jetzt das von einer eine fixe Idee ist. So. Hast du bei mir schon mal eine fixe Idee gesehen? Na ja. Aber jetzt hat's mir das Gips eingegeben. Du, dir eine fixe Idee von Wanninger. Eifersucht. So, das ist der Kaffee. Ah, danke schön, Frau Endler. Ist sie das? Ja, ja. Schön ist sie schon. Es ist zum Verrücktwerden. Alle sprechen von einer glücklichen Ehe. Verdacht auf einen Liebhaber scheidet aus und damit auch Eifersucht als Tatmotiv. Das hat der Steiner damals einwandfrei ermittelt. Also, das ist doch typisch. Ja, was ist typisch? Ja, für ein Mannsbild. Wieso, was für ein Mannsbild? Glauben jetzt Sie, wenn ich einen Liebhaber hätte, dass ich das überall rumposaunen würde? Mhm. Waren Sie schon einmal eifersüchtig? Was? Das weiß ich nicht. So, das wissen Sie nicht. Aber selbst wenn Sie es schon mal gewesen wären, würden Sie es nicht zugeben. Mhm. Weil Eifersucht nämlich eine Schwäche ist. Und welcher Mann gibt schon eine Schwäche zu? Aber schauen Sie, wenn man so zusammenhockt wie die Leute beim Zirkus, dann merkt man doch, was mit dem anderen los ist. Der eine schreit, tobt, zerschlägt Geschirr oder was weiß ich. Und der andere schluckt es eben runter. Und eines Tages explodiert er dann. Sie, das klingt aber sehr nach den Theorien des Herrn Wanninger. Bitte? Ich meine ja bloß. Ach, Frau Endler, warten Sie doch bitte noch einen Moment. Sie sind doch eine gescheite Frau. Ne? Ist da nämlich noch was eingefallen? Sehen Sie mal das Amulett hier. Warum hat der Paolini das nicht abgeholt? Ich meine, das Verfahren gegen ihn ist ja damals gar nicht eröffnet worden. Ist doch immerhin merkwürdig, dass jemand das Schmuckstück, das der angeblich so geliebte Mensch bis zu seinem Tod getragen hat, einfach hier liegen lässt und nicht abholt, nicht? Vielleicht war das Geschenk gar nicht von ihm? Eben, das denke ich nämlich auch. Vielleicht hat es von Ihrer Mutter. Ich habe auch sowas Ähnliches von meinen Eltern. Ah ja? Mhm. Ist da was drin in dem Amulett von Ihnen? Ja, das Bild von meinen Eltern und ihre Initialen. Aha. Sehen Sie, und hier ist kein Bild drin, nur eine Rose ist da drauf. Ich meine, Frau Paolini hätte doch sagen können, sie hat es beim Trödler gekauft, wenn ihr Mann sie danach gefragt hätte, nicht? Aber vielleicht hat es ja doch einen Liebhaber gegeben, der ihr das zum Geschenk gemacht hat. Frau Endler, was würden Sie eigentlich eingravieren lassen, wenn Sie so ein Amulett verschenken würden? Ich meine, zur Erinnerung. Ich würde sowas überhaupt nicht machen. Und wenn,
dann würde ich vielleicht auch eine Rose nehmen. Ah ja, und warum gerade eine Rose? Ja, aber Herr Kettwig, weil Rose Liebe bedeutet. Du wirst noch mal eine ganz steile Karriere machen. Hast die besten Aussichten dazu. Kommst aus einem absolut internationalen Zirkus. Bist noch blutjung. Ich versuche gerade einen neuen Trick. Da wird sich mein Bruder freuen. Er erhöht dir sicher die Gage um Tausender. Wir haben's ja. Herr Fröschel, das ist mein Bruder Ernst, seines Zeichens Clown. Privatzeiten komisch. Und das ist Paolo Paolini, unser bestes Stück. Ja, ja, das kann ich mich erinnern. War ja mal weltberühmt. War? Und das ist Ferdinand Fröschel, das Gedächtniswunder. Nie gehört. Nein, ich bin ja schon lange aus dem Geschäft raus. Autounfall, wissen Sie, habe ich meine Fähigkeiten verloren. Er bekommt vom Unfall her eine gute Rente und ist nicht darauf angewiesen. Kann ohne die Zirkusluft nicht leben, nicht wahr, Herr Fröschel? Stimmt. Er wird bei uns hier als Mädchen für alles arbeiten. Aus Idealismus sozusagen. Na, sparen wir ja wieder mal eine Gage. Ich lasse Sie dann alleine, Fröschel. Bisschen peinlich, ne? Kann ich irgendetwas tun? Sie können mir assistieren, ich versuche gerade einen neuen Trick. Kommen Sie mit. Neuen Trick? Was ist das für ein neuer Trick? Also fassen wir mal zusammen. Das Amulett war ein Geschenk an Frau Paolini. Jetzt sehen wir mal an, es gab doch einen Liebhaber. Da wissen wir doch immer noch nicht, wie er hieß. Was wir wissen, ist, dass Frau Paolini mit Künstlernamen Rita Oblowska hieß. Tja, eine Rose für Rita Oblowska. Moment mal. Frau Paolini hieß Rita Oblowska? Ja, das sag ich doch gerade. Da haben wir es doch schon. Rita Oblowska. R-O. Fehlt nur noch das S-E. S-E, S-E. Warten Sie mal, da war doch irgendwas. Freunde, gucken Sie mal in dem Programm. Ich such mal hier. S-E. Hier. Das ist es. Unübertroffen am Trapez die Saladin-Exner-Truppe. Saladin-Exner, S-E. Also, Frau Endler, wenn da was dran ist. Da wird sich aber unser Kriminaldirektor Steiner Schwarz ärgern, dass er es nicht rausgekriegt hat. Das hätte er gar nicht gekonnt. Wieso? Nun, weil er keine Sekretärin hat, die so mit der männlichen Psyche vertraut ist wie Sie. Soll das ein Kompliment sein? Ja. Und jetzt suchen Sie als nächstes über eine Künstleragentur die Adresse von Saladin Exner aus. Das war jetzt nix. Ja, beinahe, beinahe. Müssen wir noch ein bisschen üben. Sagen Sie mal, wie war das damals eigentlich mit dem Mord? Was für ein Mord? Mord? Wieso habe ich Mord gesagt? Ich bin schon ganz durcheinander. Nein, ich meine, wie die Frau tot war und da gelegen ist. Wissen Sie? Sind Sie zum Quatschen hier oder zum Arbeiten? Sie sind aber nervös heute, Herr. Was ist denn? Nix. Bloß, wie ich sie gerade so angeschaut hab, da ist mir wieder eingefallen, von damals, nicht? Wegen dem Liebhaber von ihrer Frau. Was für ein Liebhaber? Los, raus mit der Sprache. Liebhaber, hab ich gesagt. Ist mein Gedächtnislast. Was für ein Liebhaber? Was haben Sie denn auf einmal, Herr Paolini, gell? Jetzt weiß ich's wieder. Ja, Paolini. Ja, so ist halt im Zirkus, gell? Zuerst gibt's einen richtigen Krach und dann ist wieder Frieden. Bitte. Ich verstehe Sie nicht, Herr Exner. Warum geben Sie nicht zu, dass Frau Paolini Ihre Geliebte war? Was haben Sie zu befürchten? Ich habe nichts zu befürchten, weder jetzt noch damals. Ja, dann geben Sie es doch zu. Und warum interessiert sich die Polizei so brennend dafür nach so vielen Jahren? Weil es uns helfen würde, einen Mord aufzuklären. Wieso Mord? Ich denke, es war ein Unglücksfall. Nun ja, dass Sie an einen Unglücksfall glauben oder glauben wollen, das ist mir schon klar. Es lebt sich leichter damit, nicht? Kennen Sie dieses Amulett? Ja. Möglich. Möglich? Immerhin ist es ein Geschenk von Ihnen an Frau Paolini oder Rita Oblowska, wenn Ihnen das lieber ist. Wer hat Ihnen denn dieses Märchen aufgetischt? Die Anfangsbuchstaben Ihrer beiden Namen, Rita Oblowska und Saladin Exner, ergeben das Wort Rose. Deine Rose ist auf dem Amulett. Ich gratuliere zu Ihrer Fantasie. Aber ich heiße Peter Ottottini. Saladin Exner ist nur mein Künstlername.
Wissen Sie, was das für ein Wort ergibt? Rita Oblowka und Peter Otto Tienem? Ruhpott. Oder glauben Sie, wenn man sowas macht, dass man dann bei dem einen Partner den richtigen und bei dem anderen den Künstlernamen nimmt? Das weiß ich nicht. Ich lebe nicht in Ihrer Welt. Ja, dann werde ich mich mal mit Ihrer Frau darüber unterhalten. Wo sagten Sie noch, arbeitet sie? Lassen Sie meine Frau aus dem Spiel. Aber warum denn? Sie wird Ihnen diesen Fehltritt doch wohl verziehen haben nach so vielen Jahren. Oder weiß sie womöglich gar nichts davon? Also, Herr Exner, die Adresse. Das ist wieder so eine fixe Idee von dem Wanninger. Das bringt doch nichts. Was machen Sie hier? Ah, der! Da haben Sie mich jetzt erschreckt. Das darf ich für nimmer machen. Seit meinem Unfall habe ich es mit dem Kreislauf, wissen Sie. Mensch, ich will wissen, was Sie in meinem Wagen zu suchen haben. Ich hab gemeint, das ist mein Wagen, wissen Sie. Ich vergesse doch immer alles. Nicht? Aber jetzt weiß ich es wieder. Meine Katze ist da reingelaufen und die wollte ich jetzt suchen, die ist aber nicht da. Die muss woanders sein. Ja. Und warum haben Sie das nie zugegeben, Herr Exner? Meine Frau. Denken Sie, die hätte das so einfach hingenommen? Unsere ganze Truppe hätte ich in Gefahr gebracht. Und glauben Sie, der Paolini, wenn der das erfahren hätte, der hätte mich doch ein Leben lang verfolgt. Selbst wenn es ein Unglück gewesen ist. Und gefunden hätte der mich, das garantiere ich Ihnen. Ob schon unsere Truppe schon lange nicht mehr existiert. Ja, möglicherweise ist ihretwegen ein Mensch umgebracht worden. Wie lebt sich's eigentlich damit? Ach, übrigens, der Paolini gastiert zurzeit hier. Ganz in Ihrer Nähe, das habe ich Ihnen gar nicht gesagt. Ne? Wiedersehen, Herr Exner. Siehst, Fressel, du hast jetzt den Beweis. Ein bisschen Fantasie und eine Kombinationsgabe brauchst halt bei der Polizei. Ja, wieso ich? Sie haben es doch nicht rausgekriegt mit der Rose damals. Was ich? Ja, das war doch dem Steiner sein Fall. Naja, die Nasen hab schon ich gehabt. Den Riecher. Ja. Ja, also am besten fahre ich gleich mal raus und nehme ihn in die Zange. Was hören meine überempfindlichen Ohren in die Zange nehmen? In meiner Schwitzbäder wird keiner in die Zange genommen. Der ist nämlich ungesund für einen Kreislauf. Komm, Fritz, geh raus. Wir haben doch was zu besprechen. Na, ist ja gut, ich verdufte. Aber mit gewissen Vorbehalten gehen die beiden Herren. Ja, also am liebsten würde ich gleich raus und den verhaften. Ja, Herr Kettwiger, was haben Sie davon, wenn Sie verhaften? Reden braucht er nichts. Aber was wir brauchen, ist ein Geständnis. Ja, das weiß ich auch. Moment, ich glaube, ich habe eine Idee. Jetzt hört's einmal zu. In die erwartungsvolle Stille der Zuschauer erklingen leise die Klänge des Leitmotivs aus dem Film Der dritte Mann. Und plötzlich steht in strahlendem Licht des Scheinwerfers die zarte, blutjunge, faszinierend schöne Rita Oblowka und lächelt. Da kennt der Jubel keine Grenzen mehr. Also wenn wir jetzt für die Rita ein Double kriegen täten, nicht? Und der Paolini sieht seine Frau plötzlich, das wäre doch Theater. Na, Fröschel, das ist gar nicht so schlecht, gell? Aber ich weiß was noch viel Besseres. Herr Wanninger, wenn Sie jetzt wieder mit Ihren seltsamen Methoden anfangen, das kann ich nicht verantworten, würde Steiner sagen. Herr Paolini, jetzt hab ich's. Der Exner war's. Der Exner Saladin war der Liebhaber von ihrer Frau damals. Das weiß ich bestimmt, weil ich mir in München drin damals meine Wohnung gegeben hab, nicht? Für sein Schatzerl. Ja, wie gesagt, ich vergesse halt immer alles, nicht? Naja, jetzt ist er auch schon tot, der Exner Saladin. Jedenfalls für heute Abend, gell? Toi, toi, toi von mir. Und entschuldigen Sie halt wegen meinem Gedächtnis-Dings da nicht. Schwund, nicht? Wiederschauen. Clown. Was wäre das Leben ohne Humor? Und nun gleich unsere Attraktion des Abends. Paolo Paolini, der Mann ohne Nerven. Wer hat Mut? 100 Mark demjenigen, der Mut hat,
bei dem weltberühmten Paolini mitzumachen. Mensch, ich glaube, das mache ich. Was meinst du? Ah, zu spät. Schade. Ja. Kommen Sie. So jung und so viel Mut. Da können sich die Damen aber freuen. Applaus für den jungen Mann, meine Damen. Und nun, Paolo Paolini. Sensation. Paolo Paolini wird das letzte Messer mit verbundenen Augen werfen. Paolo Paolini und das letzte Messer. Die Sache ist so, Herr Kriminaldirektor. Wir haben, der Heiner und ich meine, der Herr Kettwig und ich. Ja, Herr Fröschel und ich, wir haben den Paolini gestern festgenommen. Das war doch Ihr Fall, Herr Steiner. Ist allerdings schon ziemlich lang her. Aber das ist doch ein ausgemachter Blödsinn. Paolini war unschuldig. Na, eben nicht. Er hat den Mord an seiner Frau gestanden. Gestern auf Nacht. Was soll... Herr Wanninger, was geht hier eigentlich vor? Fragen Sie mich nicht, Herr Steiner. Also, ich weiß gar nichts. Wirklich. Ich war nur gestern Abend rein zufällig im Zirkus.